Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Hallo Freunde, ihr seht, wir sind hier im Startbildschirm. Das hat einen besonderen Grund. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, also, da haben wir keine Wahl, ne? Auf kaiserlichen Befehl und Geheiß Yennefers. Ich hab dich in Vysima gesehen. Das ist toll. Wir sind hier im Kreuzgang, im Innenhof. In Vysima, im Schloss des Kaisers. Haben uns hier unter die Adligen gemischt, aber inzwischen schon wieder unsere Rüstung an. Ich schau gerade mal nach, ob das alles okay ist. Soweit ich sehen kann, ja. Gut. Und ich habe von einem Zuschauer einen Tipp bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Thomas. Ich soll ja doch mal im Innenhof nach bestimmten Dingen suchen mit dem Hexer. Hexersinnen. Ja, Herr Sir Ebanluit. Und bin mir nicht sicher, was ich hier finden soll. Hier sind überall Kräuter. Das wird aber nicht geweint haben, oder? Hier Schöllkraut und sowas. Ah! Da hinten ist was. Interessant. Ich sammle jetzt noch kurz die Kräuter ein hier. Damit ich später mal mit in der Alchemie möglichst viele Mats habe. Oh, es ist fast Mitternacht. Ich suche noch auf. Was weiß er eigentlich? Den hatten wir doch letztes Mal angesprochen. Hm? Ach so, genau, gegen ihn konnte man Gewinn spielen. Will ich jetzt aber gerade im Moment nicht tun. Hier, das ist ja ein Schalter. Ja, krass. Und was ist passiert? Nimm hier was auf. Tatsache. Boah, krass. Da ist ein Skelett. Ein verbesserter Sattel. Und ein alter Brief. Den wir natürlich sofort lesen werden. Lieber Roderick de Wet, bitte vergib mir die verspätete Antwort. Ich wartete auf die Bestätigung von Golan Vivaldi, dass genügend Geld bereitsteht, um deinen Wechsel einzulösen. Nicht, dass ich dir nicht traue, doch die Götter helfen dem, der sich selbst hilft, wie man in Cadwin sagt. Nun zu deiner Frage. Der Fluch von Prinzessin Ada könnte tatsächlich wiederkehren. Der Hexer aus Riva hatte nur rudimentäre Kenntnisse in Magie, weswegen er den Fluch nicht vollständig brechen, sondern nur vorübergehend seine Wirkung aufheben konnte. Damit Ada wieder zur Striege wird, müsste man eine Mahlzeit mit 3 Tropfen vom Blute ihres Vaters, König Foltest, versehen, 3 Tropfen Wolfsblut und 3 Tropfen Galle einer frisch beerdigten Frau, die 100 Jahre alt geworden ist, das 100. aber nicht vollendet hat. Über dem solcher Art präparierten Mahl ist dann das ursprüngliche Dreieck zu wirken. Das müsste reichen, doch überlege bitte gut, ob du eine solch unehrenhafte Tat wirklich zu tun wünschst. Ich freue mich auf weitere Geschäfte mit dir. Alessandra de Viel. Hoi, 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 das ist ja ganz schön diabolisch. Diese Nachricht hier. In der Kiste ist nichts mehr. Ja, vielen Dank für das Secret. Interessant. Wir haben auf jeden Fall einen besseren Sattel bekommen. Den werden wir mal anschauen. Der Sattel hier. Wo ist denn der? Ist der jetzt hier drin?
25 Ausdauer. 25 Ausdauer. Hä? Jetzt habe ich irgendwas Blödes gemacht. Sattel. 20 Ausdauer. Ah ja, dann nehmen wir jetzt einen verbesserten Sattel. Ja. Jetzt haben wir einen verbesserten Sattel drin. Wunderbar. Und die Mittagserscheinungstrophäe Bonuserfahrung und die hier gibt. Ja, 10% Chance auf Verstümmeln. Das brauchen wir auf jeden Fall. ihr merkt, ich bin ein bisschen müde, aber jetzt nicht kaputt, denn ich habe heute in dem wunderschönen Sonnenwetter trainiert. Es hat übelst Spaß gemacht. Mehr dazu bei Werd fit mit morgen. Ich mache jetzt mal hier so einen Querverweis. Nehmen wir mal einen Schluck Tee, bevor es hier richtig losgeht. Schaut her, wie sie da mit ihrem Becher anstolziert kommen und wahnsinnig viel Halsschmuck. Wie viele Bauern werden dafür draufgegangen sein müssen? Ich finde übrigens so einen Springbrunnen was äußerst beruhigend ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie Gwyn geht, ehrlich gesagt. Sollen wir es einfach wagen? Ach, ich würde sagen, wir wagen es einfach. Der macht uns dann richtig fertig, aber egal. Ach so, ich muss Geld setzen. Ja, komm, 5. 5 ist okay. Ich will Karten spielen. Ach so, ich kann ja verschiedene. Ich glaube, ich hab's. Oi. Oi. Ich muss mir erst ein Deck zusammenstellen. Volltest. Das ist der König der nördlichen Reiche. Ich muss mir das erst genau anschauen. Das hat, das hat jetzt keinen Wert. Ich dachte, das wird wieder beim Tutorial so. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben ja auch ganz andere Dinge zu tun. Boah, wie es hier aussieht. Wahnsinn. Schaut mal diese Fresken an der Decke. Äußerst beeindruckend. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ja? Yeah. Der Höfling. Was machen die denn? Ach, die hauen das. Boah, die machen das Zeichen kaputt. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, genau. Okay. Was für Huren. Entschuldigung. Was für. Assis, hä? Schnell weg hier. Königliche Burg Wysima. Damit kann ich zur Kontinentansicht. Okay. Um eine Karte einer beliebigen Umgebung zu öffnen, halte den Mauszeiger über die betreffende Region und drücke. Novigrad wählen. Da sollen wir ja hin, ins Niemandsland, nach Wählen. Weißgarten ist klar. Ah, ist cool. Wir können dann in die Burg zurückkehren und dann auch mit dem Gwent spielen. Das ist ja gar nicht schlecht. Empfohlene Stufe 2, empfohlene Stufe 1, empfohlene Stufe 5. Wir sind Stufe 4. Naja. Ich sag jetzt einfach mal ganz salopp, was soll schon schief gehen? Das sind immer die berühmten letzten Worte, ne? Galgenhügel. Im Krieg haben beide Seiten unsäglich grausame Taten begangen, um die eroberte Bevölkerung in Schach zu halten. Ja, dann auf nach Wählen, denn wie wir wissen, in der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, Ciri zu finden. Cyrillia. Und sie soll sich im Niemandsland in Wählen befinden. Oh Gott, ist das groß. Ah, ich freue mich.
Genug geredet. Die Elfer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ich schenke hier mal ein, falls ihr das hört, das Geräusch. Das ist Tee. Nicht was anderes. Ja, Ciri finden im Niemandsland. Und der Diplomat meinte noch, dass es dort viel schlimmer war als in anderen Reichen, in denen er aber Krieg und Totschlag und alles mitbekommen hatte. Der lädt es ganz schön lang. Ich hoffe, der rotzt nicht ab. Er schmiert nicht ab. Ja. Oh. 5 Tage später. Wählen nördliches Temerien. Galgenbaum. So, hier sagt er hier kurz noch vielen Dank für Hearts of Stone, aber ich will jetzt diese Runenschmied. Blood and Wine. Ja, danke sehr. Ach, das war jetzt, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben in 23 Folgen war nur der Prolog. Oh Gott. Okay. Ja, wir sind hier im Niemandsland. Hier überall baumeln die Leichen. Langsamer. Und hier sieht noch gar nicht so unfreundlich aus. Also wenn man sich jetzt nicht hier umdreht, ne? Ja, dann werden wir mal zur Taverne, werden wir am Scheideweg gehen. Aber was sieht man denn hier? Ja, sie sind wieder Wildhunde. Ja, komm, dann steigen wir ab. Und hin und her. Ja, Geralt ist einfach der krasse Typ. War aber ein bisschen knapp. Aber das kennt ihr von mir. Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch nicht gerade der niedrigste, den ich eingestellt habe. Das ist, glaube ich, der höchste oder der zweithöchste. Hab wieder XP, das nehmen wir alles mit. Oh, die Grafik, Wahnsinn. Ich reite jetzt mir wohl ein bisschen schnell auf den Weg und dann langsam runter. Um das aufzusaugen. Okay, doch. Das Dorf wurde auch zur Hälfte niedergebrannt, zumindest einige Gebäude. Dass wir hier unbehelligt weiterkommen. Unsere guten Helfer in der Langsamer. Wildnis. Also sie haben Helfer in der Wildnis. So, was steht denn hier am Anschlagsbrett? Das Ahnenfest rückt näher. Bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tode bisher keine Ruhe fanden. Hungrige, müde, verängstigte Geister. Bald werden sie unter uns wandern. Aber wir werden Masken schnitzen. Ja. Wir werden Masken schnitzen. Und sie mit Gesang, Gebet und guten Worten in die nächste Welt schicken. Der Weideler. Also,
den Tavernenwirten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht. Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Alles klar. Warnung. Hüte deine Zunge. Die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Okay, das merken wir uns auf jeden Fall. Flussführer gesucht. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponta bringt. Wir sind 5. Ich, meine Frau und 3 Kinder. Die Kinder sind ruhig. Sie weinen und schreien nicht. Sie werden uns nicht den Soldaten verraten. Ich bin nicht reich, gebe aber alles, was ich habe. Ich würde mich auch verschulden und in Dienste des Wohltäters treten. Ich tue alles, wenn wir nur aus Wählen herauskommen. Bitte erhört mein Gesuch. Ist ja krass, also das scheint wirklich absolut schlimm zu sein hier in Wählen. Warnung. In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit ich auch nichts Wildes frisst. Ja klar. Und hier, das ist interessant, vermisste Ehefrau. Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nielen, Jäger aus Schwarzzweig. Schau mal hier, wenn hier nicht die Blumen so wunderbar blühen würden. Komm schon! Das ist wirklich trist. Trist hier. Die Wache. Ja, okay. Quest. Einige Quests sind möglicherweise noch zu schwierig. Neben jedem Questnamen findest du eine Stufenempfehlung. Alles klar, gewinnt gegen Wirte. Aha. Aha, aha. Die Nilfgaardische Verbindung. Also, wir müssen dann auf jeden Fall zu Hendrik, dem Agenten, der anscheinend in dieser Schenke sich befindet. Das werden wir auf jeden Fall machen. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Oh Gott, hier, das tut mir so leid. Wahnsinn. Das ist einfach genial gemacht, dieses Spiel. Und das ist die Herberge hier. Oder wie, oder was? Ich will die Quest. Nicht die Quest Willen des Herz, ich will die hier. Genau. Habe ich jetzt fast falsch gekriegt, oder? Langsam. Nee, tatsächlich, die ist auch dort. Ja gut. Was ist da vorne los? Geh fort! Der Priester betet. Langsamer! Jag ihn nicht fort, Roderick. Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des ewigen Feuers schöpfen. Tritt näher, Hexer. Ah ja. Das ist ja freundlich. Ich behalte dich im Auge. Und hier kann man jetzt... Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du an dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Oha, Fanatiker. Niemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, natürlich, das mache ich. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Alles klar. Dieser Priester des ewigen Feuers, der erinnert total stark an die Praios
Eingeweihten in das schwarze Auge. Richtig cool gemacht. Und schaut euch diese Grafik an. Wahnsinn. Ich nehme jetzt auch immer wieder Kingdom Come Deliverance auf. Aber mit der Grafik hier muss die sich erstmal messen, ne? Ist noch Beta, klar, aber da liegt die Latte immer noch hoch hier. Und ich treffe wieder nichts. Das ist ein einziger Hund oder was? Ne, Moderhaut. Wow. Krass. Komm her, Wildhund. Warum hat er den jetzt nicht getroffen? Was haben wir? Schnell weg. Und nochmal eine Runde drehen. Ich sehe gerade die Oh, schaut euch mal ein ganzes Rudel. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell weg. Natürlich werde ich jetzt hier noch abgemurkst. Du bist tot. Gut, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten. Ciao.